Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, eigentlich sind wir jetzt am Sonntag, das heißt normalerweise mache ich ja dann Dailies. Ich habe es die letzten Wochen vergessen. Heute habe ich es tatsächlich nicht vergessen. Ich habe mir aber gedacht, okay, ich möchte jetzt einfach diesen Wust an Quests gerade mal abschließen, indem ich jetzt hier in Fort Pinter drin stecke und das mit den Igeln ganz gerne abschließen. Dann natürlich auch noch die Sachen mit den Grenzen vom Midsommerfest. Muss ich auch mal gucken, ob ich da dann vielleicht immer mal an zwei unterschiedlichen Tagen aufnehme und das für einen Tag zusammenschneide, dass ich das einfach so ein bisschen zeitlich begrenzt bekomme. Wir machen definitiv mit den Sonntags-Daily-Tagen wieder weiter. Und ich habe mir überlegt, dann können wir das ja so machen. Wenn ich das wieder mache, dann sage ich euch Bescheid, weil dann mache ich einfach das Ganze so, dass ihr dann abstimmen könnt, an welchem Ort ich Dailies mache. Momentan noch nicht. Bitte noch nichts in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich sage euch Bescheid, wenn wir das so machen. Aber ich habe mir gedacht, hey, dann könnt ihr so ein bisschen bestimmen, welche Dailies ihr denn gerne sehen möchtet. Gut, jetzt machen wir aber erstmal weiter bei unserem Zuckerschnäuzelchen, bei Isabel Fick. Da ist sie. Wie geht es dir, mein Täubchen? Wie unglaublich grenzenlos aufgeregt ich bin, dich und dein wunderschönes Mini-Magic zu sehen. Heute ist der große Tag. Zeit, in die Hufe zu kommen. Tada! Liebes, ich wollte dich dann noch etwas fragen. Was würdest du dazu sagen, wenn du Teil meiner Show wärst, als Assistentin des Zauberers? Was hältst du davon? Boah, warum nicht? Du bist einfach wundervoll. Ich wusste, dass du ja sagst. Käsekuchen, bist du bereit? Denn es ist jetzt Zeit für meine, entschuldige, ich meine unsere fantastische Show. Dedim, dedim, da ist Helga und das ist Äffchen. Okay, gut, darf ich mit Pony rauf? Ich reite einfach mal nicht rauf. Ich gehe mal zu Fuß. Die Magdalena hat da schon den Ponyplatz belegt. Mit dem super süßen Easy. Oh, ist so süß. Meine Damen und Herren, willkommen zu unserer fantastischen Show. Bevor wir fortfahren, möchte ich Sie meiner unglaublich reizenden Tiffany und ihrem brillanten Mini-Magic vorstellen. Exklusiv für Sie werden Sie nun einen extrem komplexen und atemberaubenden Trick vorführen. Psst, zeig mir Ihnen den Kartentrick, den ich dir beigebracht habe. Du schaffst das. Ich glaube fest an dich, Blütenblatt. Hallo erstmal. Hallo erstmal, ich weiß ja nicht, ob Sie es wussten, aber ich bin die Tiffany. So, Spitzname Tiffy. So, hier sind meine Karten. Und die werde ich nun vor Ihren Augen verschwinden lassen. Nee, nicht ganz so. Guck mal, das war der Trick, dass der Isländer über mich springt. Yay, ich habe ihn richtig gemacht. Ich kann es nicht glauben. Ich habe sie hinbekommen, die Kartendingsel da. Ich habe mich schon wieder verheddert. Absolut außergewöhnlich, atemberaubend. Was für ein Trick. Psst, gut gemacht, Herzchen. Die Zauberei liegt dir im Blut. Herzchen, du warst unglaublich. Ich bin so stolz auf dich. Jetzt ist es Zeit für das fantastische Feuerwerk. Meine Damen und Herren, war das nicht ein sensationeller Auftritt meiner glamourösen Assistentin? Als nächstes steht unserer magischen Reise etwas bevor, das ich, Isabel Fick, Ihnen höchstpersönlich zeigen werde. Eine Reise voller Feuer, Blitz und Donner. Psst, Liebes. Zeit rüber zu huschen und die Lunte anzuzünden, während ich das Publikum ablenke. Kürbislein, du bist einfach wundervoll. Was? Ich bin ein dicker, runder Kürbis? Dabei habe ich nicht mal Orange an. Wo ist mein Feuerzeug? Da ist das Feuerzeug. Es wäre eigentlich am Abend schöner gewesen und das Feuerwerk dann bei Nacht, tagsüber sieht man ja kaum was davon. Aber es ist trotzdem hübsch geworden, finde ich. Vielen Dank, die Zuschauer haben das Feuerwerk geliebt. Das hätte ich ohne dich niemals so gut hinbekommen. Ich bin so absolut glücklich, dass ich platzen könnte, Zuckerwürfel. Bist du auch glücklich? Was für eine Show wir zusammen abgeliefert haben. Normalerweise springt Diggory durch die Reihen und sammelt Geld von den Zuschauern, die gerne etwas spenden möchten, mit meinem Hut ein, aber heute darfst du das machen. Du bist süß, es ist überhaupt nicht schwer. Reite einfach mit deinem Hut zu den Leuten und sie werden Geld reinwerfen, wenn sie möchten. Okay, dann machen wir das auch wirklich mit dem kleinen Pony, weil es gibt dann vielleicht noch mal extra Möhrchengeld, ne? Was für eine wundervolle Show!
Okay, sagt er auch. Da ist er. Gut. Also bislang waren alle zufrieden. Das ist ja schon mal hier, ne? James, gibst du auch was? Nee. Du schon wieder. Wow, da haben wir aber eine Menge Geld. Ich hätte nie gedacht, dass wir so viel sammeln würden. Diggory, siehst du das, mein Junge? Du wirst nach diesen Einnahmen monatelang Bananen essen. Du kannst den Hut behalten, wenn du sie mir nur möchtest. Ich habe meinen eigenen, also brauche ich ihn nicht. Kindchen, ich bin grenzenlos glücklich. Die Touristen hier in Fort Pinter scheinen die Show wirklich genossen zu haben. Aber am besten warst du, Liebes. Du warst so unglaublich fabelhaft. Du hast die Magie tatsächlich im Blut. Okay, Hasenzahn, jetzt bleibt nur noch das Aufräumen übrig. Nach jeder Show muss sauber gemacht werden. Und da dies nicht unbedingt zu den spannendsten Dingen auf diesem Planeten gehört, sollten wir es zusammen umso schneller vom Hals bekommen. Wir sollten wirklich keine Spuren hinterlassen. Du bist einfach ein Sternchen. Danke für deine Hilfe, Herzchen. Hebe einfach die Raketenreste auf und lege sie in diese hölzerne Kiste. Danke, Honigbärchen. Schmatzer. Mua. Sie ist so... Sie ist so... übermäßig freundlich. Und 3. So. Ich hätte jetzt gesagt, Klappe zu, Affe tot, aber ich glaube, das wäre in dem Fall wäre das wahrscheinlich eher nicht so gut. Puh, endlich geschafft. Ein riesiges Danke an dich. Herzchen, ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken. Ich bin absolut erfreut, dich kennengelernt zu haben. Fast noch schöner war es, dich Minimagic getroffen zu haben. Ah. Ich würde gerne länger bleiben, aber wenn ich irgendwann mit dem großen Idris zusammenarbeiten möchte, muss ich weiter hart an mir arbeiten. Wir werden uns ganz bestimmt wiedersehen. Ich weiß es einfach. Um mich noch einmal bei dir für deine ganze Hilfe zu bedanken, habe ich ein kleines Geschenk für dich, Liebes. Es ist einfach fabelhaft. Hier, bitteschön. Ein wunderschönes Kostüm, welches du als Magierin, Hexe, Illusionistin, Zauberer oder wie auch immer du es nennen möchtest, tragen kannst. Ist es nicht reizend? Herzchen, ich muss da mal los. Pass auf dich auf. Schmatzer. Ja, wir haben jetzt zum einen diesen Zylinder bekommen. Springen plus 1 bringt er uns. Ist jetzt nicht so mega pralle. Und das Bühnenoutfit mit Springen plus 1, Befehl plus 1. Also es ist beides nicht Champi-tauglich. Aber ja, ne, also das könnte man rein theoretisch auch zu Halloween anziehen. Also ich finde es ganz süß. Ich werde es jetzt nicht tragen, weil ich es jetzt einfach gerade unpassend finde. Aber das Outfit an sich finde ich eigentlich echt knuffig. So, macht es jetzt noch Sinn, noch eine andere Quest anzufangen? Nee, ich glaube nicht. Wir haben ja nämlich auch noch die Quest mit den Igeln fertig. Wir müssen zum Silverglade Landgut. Da sollten wir fragen wegen einer Hake, dass wir das Laub zusammenhaken können. Das heißt, da fahren wir jetzt definitiv mit dem Transporter hin, weil das ist einfach mega weit zu reiten von hier. Das wird uns zu viel Zeit kosten. Das heißt, wir quatschen jetzt Jenna an wegen einer Hake. Und dann gucken wir, dass wir unten den kleinen Igelchen da ein neues Zuhause zusammenhaken können. Ich liebe immer noch die neuen Futterstände hier. Die finde ich grandios, die Wagen. Finde ich echt schön gemacht. So. Hallo, natürlich kann ich dir eine Hake leihen. Wirst du Laub haken? Jetzt im Frühling? Ja, für die Igelchen. Ich werde dir meine beste Hake leihen. Aber warum willst du denn eigentlich Laub haken? Du hast Igel gefunden? Oh, wie süß die sind. Wie nett von dir, dich um ein Heim für sie zu kümmern. Viel Glück beim Haken. Ja, beim Haken, beim Laubhaken braucht man mega viel Glück. Das sage ich euch. Das sage ich euch. Man braucht so viel Glück, dass einem die Blätter nicht vor der Nase wegfliegen. Das ist... Also, wenn man ein echter Pechvogel ist, dann sollte man definitiv niemals in seinem Leben Laubhaken. Nein, Quatsch. Aber warum wünscht sie uns viel Glück beim Laubhaken? Ganz ehrlich, das ist reines Können. Das ist reines Können, die Blätter mit einer derartigen Präzision zusammenzukehren. Das ist einfach, das sucht seinesgleichen. Das sucht seinesgleichen. So, jetzt haben wir wieder genug Dünnpfiff geredet. Oh, ist hier unten Lusitano treffen?
sind tatsächlich alles Lusitanos. Da kommt noch einer, ein Standardpferd. So. Ein Connemara. Ach Leute, ich freue mich so, wenn ich mir dann auch endlich einen Connemara holen kann. Es gibt hier noch einige Rassen, auf die ich mich echt freue. Klar könnte ich sie jetzt auch schon alle holen, aber wie gesagt, ich möchte das ja nicht. Ich möchte einfach nicht so zwischenzeitlich Pferde kaufen, die es schon länger im Spiel gibt. Das ist einfach... Ja, ich möchte es ganz gerne schaffen, dass ich das nicht mache. Weil dann habe ich auch, dann sammeln sich gar nicht so mega viele Pferde an, die ich ausleveln muss, wie es auf meinem ersten Account der Fall ist. Weil da habe ich mittlerweile so viele unausgelevelte Pferde. Ich meine, da kaufe ich mir jetzt auch schon deutlich weniger. Dadurch, dass ich jetzt hier den zweiten Account noch habe, kann ich mir tatsächlich... Gut, die Anzahl der Pferde bleibt im Endeffekt gleich, wenn ich mir auf meinem Main-Account ein Pferd kaufe. Und wenn ich mir hier ein Pferd kaufe, dann habe ich trotzdem... 2 Pferde gekauft, die ich ausleveln muss. Aber, ja. Ich habe eben so viel Freude an neuen Pferden, aber ich muss da mal ein bisschen, oder möchte und muss da mal ein bisschen auf die Bremse treten. Weil das natürlich dann doch schon relativ teuer ist, sich regelmäßig die Starcoins zu kaufen. Oh. Sniff, 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 squeal. What does the hedgehog say? Sniff, 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 sniff. Und jetzt müssen wir die Hake zurückbringen? Oder was müssen wir jetzt machen? Verschwundene Vögel ist bei Jill. Sigrid... Und dieser Injala hat ein kleiner Schubser. Silverglade Landgut, das war das. Das waren die Haustiere. Hier, geht es den Igeln gut, ist dann beim Tierarzt wieder in Silverglade. Okay, gut. Das heißt, dass es jetzt hier an dieser Stelle sowieso mit der Quest gerade nicht weitergeht mit den Igeln. Das heißt, da geht es dann in Silverglade weiter. Nächste Woche weiß ich gerade gar nicht, wen ich dann reite. Das muss ich mal noch schauen. Ich verabschiede mich auf jeden Fall für heute von euch. Bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und am Dienstag geht es weiter mit Star Stable. Dann werden wir auch den ersten Kranz suchen. Ich hoffe für Pferd und Reiter. Gucken wir mal, ob es klappt oder ob ich wieder in Gebiete müsste, wo ich noch nicht hin kann. Also dann macht's gut und bis dahin. Tschüss. Thank you.